Moin, ihr Lieben, und willkommen zurück hier wieder auf der nordfriesischen Marsch. Ja, ich habe hier ein bisschen die Zeit mal laufen lassen, damit wir hier den Wasseranhänger mal leer bekommen. Und jetzt testen wir nochmal, ob wir hier wirklich keine Gülle mit dem Fass hier rausbekommen aus dem Schweinestall. Wenn dem so sein sollte, dann würde ich sagen, dass wir dann schnell zur BGA runterfahren und einmal Gärreste holen. Und ansonsten gucken wir mal, was dann, dass wir eben die Düngerproduktion heute in Gang bekommen. In der Zwischenzeit ist auch die Düngemission auf der 19 beendet worden. Na, jetzt geht's. Gut, wir laden Gülle. Perfekt. So, aber während der hier belädt, könnten wir doch den Mist schon mal rüberbringen. So, 8000 Liter lecker Schweinemist. Also wie gesagt, die Düngemission ist fertig, da können wir gleich noch das Geld kassieren und wir können auch den Ladewagen von der 27 abholen. Der ist inzwischen auch fertig geworden. Da haben wir noch ein bisschen was drin, aber wie gesagt, das machen wir gleich alles in Ruhe. So, ich will mal ganz kurz gucken. Abladeseite links. Das passt. Ich hoffe, dass ich hier einfach so vorbeifahren kann. Ja, wunderbar. Guck mal. Kippen, kippen, kippen. Können wir ja durchaus gleich noch den restlichen Mist auch gleich verladen. Dann haben wir das auch abgeschlossen. Dann, ja, wir machen aber erstmal jetzt gleich die Gülle darüber, um einfach zu sehen, wie viel, wie schnell der Dünger produziert wird. Ja, das machen wir gleich. So, das heißt, also wir stellen den schnell wieder an den Misthaufen ran. Förderband habe ich jetzt noch keins mit reingenommen und das muss ich mich mal dran halten, gucken, dass ich das demnächst mache. So, aber erstmal 18.000 Liter leckere Gülle. So, dann machen wir auch hier einmal die kurze Wende. Ja, und die Betty im Holmer ist schon wieder fast voll, aber der LKW ist ja schon wieder auf dem Rückweg. Das läuft ganz gut mit den beiden, also Zuckerrüben ernten plus das Abfahren kann sich sehen lassen so. So, ja, Gülle. Lade du mal ab und wir laden hier auf. So. Rauszoomen, damit das auch passt. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts daneben gekippt habe. Uiuiui. So, Schippe ist voll und wieder raus hier. Ich habe doch getroffen. Das ist doch schon mal sehr gut so. Aber da war die Stalltür im Weg.
So. Also hier müssen wir definitiv uns um ein Förderband bemühen. Das ist doch einfach viel zu zeitaufwendig hier. Aber es muss halt gemacht werden. Da führt eben kein Weg dran vorbei. Wenn wir Geld verdienen wollen, müssen wir halt auch solche Arbeiten machen. Oh, guck mal, der Haufen ist ja schon relativ klein geworden. Müssen wir einfach mal gucken, ob wir den Anhänger noch ein zweites Mal überhaupt voll bekommen. Weil ich würde, wenn, dann nur einen vollen Anhänger nochmal reinkippen, um auch einfach den Verbrauch zu sehen, beziehungsweise was wird benutzt und was kommt am Ende bei rum. Wie ich gesagt, wir wissen jetzt, wir haben 8000 Mist und 18.000 Gülle drin und ja, dann kann man ja daran sehen nachher. Was ist rausgekommen, wenn der Mist leer ist, wie viel ist verbraucht worden? So. Und eben nur, wenn wir hier wieder nochmal 8000 Liter reinbekommen würden, dann würde das auch eben Sinn machen, um das einfach zu besser zu überblicken. So, gut, das haben wir mal weggemacht hier. Dann lass uns mal das Verstreute hier auch kurz aufsammeln. So, dann wir mal gucken. Das wird schon weniger. Ja, mit ein bisschen Glück wird, ne, ich wollte gerade sagen, wird er jetzt voll, der Anhänger, aber nö, immer noch nicht. Jetzt, oder? Ja, voll zu. Dann lassen wir den hier stehen und auf geht's. Und das Gute ist ja eben, dadurch, dass wir ja immer mehr Schweine bekommen, wird sich auch die Mist- und Gülleproduktion immer weiter erhöhen und das heißt, wir können unsere Düngerproduktion immer gut befüllen und befeuern mit Material und dann sollte da gut bei was rumkommen. Ich werde jetzt mal noch nicht auskippen, sondern ich will erstmal gucken, wie es denn hier aussieht. Hier sind die Schilder. Es sind 300 Liter Dünger und ja, 100, ja gut, genau, 150, 150 weg ergeben 100, geben 300. Also zählt er das quasi zusammen. Das heißt, wir haben jetzt 16.000 Liter Mist drin. Das heißt, wir müssten 32.000
Liter Dünger rausbekommen. Ja. So, dann machen wir den mal aus. Dann gucken wir mal weiter. Das war genau der Dünger hier auf der 19. Abschließen. Düngen Feld 18. Säen Feld 4. Düngen Feld 12. Feld 12 hört sich gut an. Vertrag akzeptieren. Wo bin ich? Ach, hier oben. Warte mal. Haben wir Feld 12? Ich weiß, dass wir da schon gewesen sind. Feld 12 zum Hof und Hoffeld 12 haben wir. Saatgutkauffeld 12 haben wir auch. Dann lass uns doch gleich zur 12 hochfahren. Weil wir sind ja noch überhalb voll. Dann kann der den Rest dann. Da muss er halt einmal runterfahren gleich. Ja. Läuft. Passt. Sitzt. Wackelt. Und hat Luft. So. Also einmal rüber auf die 12. Die ist ja direkt hier. Auf der anderen Seite vom Deich. Oh, ja. Hier hoch. Und da wieder runter. So, Feld 12. Könnte durchaus sein, dass wir da düngen Feld 12. Guck mal an. Düngen Feld 12 plus Saatgutkauf Feld 12. Und ja, da müssen wir ein bisschen zurückfahren. Und dann kann der nämlich hier schon wieder weiterarbeiten. Erster Wegpunkt, ja. So, wir hatten noch irgendwo, genau, den Ladewagen hier. Weil man hier liegt noch ein bisschen Gras, das nehmen wir doch auch noch schnell mit. So, das könnten wir dann auch gleich noch ins Silo schmeißen. Dann wird der Ladewagen erstmal weggeräumt, weil den brauchen wir im Moment mal nicht mehr. Ja, dann müssen wir überlegen, was sonst noch so anliegen würde. So, also erstmal Gras ins Lager hier rein. Dann kann der hier, ups, einmal, nicht so weit, nicht so weit. So, Ladewagen. Haben wir jetzt noch irgendwas aktuell für uns zu tun? Weiß das jemand? Weiß das jemand? Ich weiß es nicht. Ja, wir stellen auf jeden Fall mal den Traktor hier ab. Ja, den brauchen wir im Grunde auch erstmal nicht mehr. Das Fass lassen wir einfach mal hier so stehen. Dann wird der hier eingeparkt. Wir können gleich noch mal bei den Schweinen sauber machen. Wir machen aber erstmal hier weiter. Der wird weggeräumt. Dass alles mal so ein bisschen seine Ordnung wieder hat.
Gut, dann kann der auch in die Garage. Die beiden Case hier vorne. Gut, aus. Der ist am Arbeiten, der steht hier, der macht, genau, hier wollte ich. Das heißt, wir müssen einmal den Mist, den wir jetzt in der Schippe haben, auf den Misthaufen zurückwerfen. Das ist aber auch kein Problem. So, Schweinchen, Sauberkeit. Ja, und ihr Vögel da, haut ihr mal bitte ab. So, das haben wir auch erledigt. Tja, ist im Grunde im Moment nichts zu tun für uns. Das ist wieder mal sehr gut, ja, dass alles läuft, aber blöde, dass wir nichts mehr machen können. Gut, lassen wir den erstmal kurz. Hier, ups, so, zack, zack. Dann können wir den auch noch einparken. Ja, dann gucken wir einfach noch mal unsere Produktionen an, kurz, wie es da aussieht. Ich denke mal, dass wir demnächst, ich weiß nicht, ob es in der nächsten Folge spät ist, denke ich mal, in der übernächsten Folge sollte wir genug Kalk haben, damit wir da mal eine Runde verkaufen fahren können. Kompost ist ja auch schon bei 14.000, ja. Hier haben wir 700, das läuft auch gut. So, was macht der Kalk? 34, ja. Ja, das sieht gut aus. So, jetzt lassen wir nochmal durchzeppen. Das ist im Grunde am Arbeiten nur der Kollege hier auf der 12 und die beiden hier, das ist bei 14%. Also das wird noch eine Ewigkeit dauern, bis der durch ist, oder beziehungsweise bis die durch sind. Aber wie gesagt, es läuft relativ gut. Also muss man da auch sich keine Gedanken machen. Ja, er ist gerade wieder am Abladen. Dann lass uns doch noch mal gucken, wie viel wir jetzt schon angeliefert haben. Und während der abkippt, kipp ich mir auch mal kurz ein. So, 13%. Ja, und immerhin können wir ja sagen, dass diese Mission hier unsere Düngeproduktion bezahlt. Aber ich wollte noch mal was gucken. Flüssigdünger. Was würde denn Saatgut bringen? Das können wir doch bestimmt auch verkaufen. Saatgut, auch nicht so viel. Ja gut, für Flüssigdünger bräuchten wir ja noch Wasser und Dünger. 25% Dünger. Wäre auch noch zu überlegen, dass wir da auch einsteigen, wenn die Düngerproduktion gut läuft und wir da ordentlich produzieren. Weil wenn wir dann nur ein Viertel Dünger brauchen, das Wasser wäre umsonst. Ja. Und beim Saatgut 75 Getreide, 25 Dünger. Ja, müssen wir uns überlegen. Ja, überlegen wir uns aber nicht heute. Machen wir alles in den nächsten Folgen. Wir sind erstmal durch für heute. Schaltet morgen wieder ein, wenn es heißt, wir sind wieder unterwegs auf der nordfriesischen Marsch. Bis dahin, macht's gut und tschüss.